An Bord einer Luxusjacht, Abendessen im Nobelhotel, Partys mit den Reichen und Schönen. Wovon andere nur träumen, Birgit Unger verdient damit ihr Geld. Sie ist Herausgeberin eines Hochglanzmagazins und berichtet über die Luxuswelt auf Mallorca. Seit 12 Jahren lebt die gebürtige Frankfurterin jetzt auf der Baleareninsel und hat sich mit ihrem eigenen Magazin einen großen Traum erfüllt. Birgit Unger bei der Arbeit. Besuch an Bord einer 2-Millionen-Euro-Yacht. Die gebürtige Frankfurterin ist Herausgeberin des Deluxe Mallorca. In ihrem Hochglanzmagazin schreibt sie über die Luxuswelt der spanischen Ferieninsel. Wir berichten sehr regelmäßig über Yachten, weil das natürlich für Mallorca sehr wichtig ist. Und für mich ist es ein Erholungstag natürlich, weil es immer sehr, sehr schön rauszufahren mit dem Boot. Die Buchten sind herrlich und wunderschön. Aber es ist natürlich auch immer ein bisschen Arbeit, weil man sich die Yacht ansehen muss und dann später auch darüber schreibt. Wir machen Fotos, wir begleiten die neuen Modelle und stellen sie dann unseren Lesern vor. In der nächsten Ausgabe möchte sie über die Yachten einer deutschen Firma berichten. Günther Büttner verkauft schon seit vielen Jahren millionenteure Boote wie dieses. Mallorca ist für ihn der ideale Platz dafür. Ja, ich denke, gerade die Balearen ist der Markt für Luxusjachten mit Südfrankreich zusammen in Europa und Italien. Immer mehr natürlich auch Kroatien, aber Balearen, glaube ich, immer noch nach wie vor Nummer eins. Und wenn man das in Palma mal verfolgt hat, die letzten 10 Jahre alleine, was da passiert ist, was da wirklich zugesetzt ist mit Riesenjachten, also schon enorm. Und so zieht es auch immer mehr Menschen mit dem Wunsch nach Luxusurlaub hierher. Darunter auch viele Promis und Sportler, die Birgit Unger für das Magazin interviewt. Man merkt, dass immer mehr große Hollywood-Stars und auch deutsche Prominente auf die Insel kommen. Das hat sich mit Sicherheit verändert, dass durch das große Angebot im 5-Sterne-Segment eben auch immer mehr große, wichtige Persönlichkeiten Mallorca auf ihrer Urlaubskarte verzeichnen. Wer mal Boris Becker oder die Klitschkos treffen möchte, der kommt am besten nach Puerto Portals. Der älteste Yachthafen Mallorcas ist der Promi-Treffpunkt auf der Insel. Puerto Portals ist der exklusivste Yachthafen auf der Insel. Der liegt im Südwesten, ist das ganze Jahr geöffnet. Und man findet hier die schönsten Restaurants, die tollsten Boutiquen und ist einfach der Treffpunkt für alles, was Rang und Namen hat. Auf der kleinen, aber exklusiven Shoppingmeile kann sich die Chefredakteurin über die neuesten Designer und Luxusmarken informieren. Auch teurer Schmuck gehört dazu. Birgit Unger lässt sich für ihre Leserinnen die neue Kollektion eines Juweliers zeigen. Wie wäre es mit einem blauen Topaz, eingefasst mit Diamanten? Alles Handarbeit, wie Sie wissen, wir machen alles selber. Für einen Ring wie diesen muss man rund 3000 Euro hinlegen. Luxus, über den die 43-Jährige gerne schreibt. Besitzen muss sie ihn nicht. Birgit Unger lebt deutlich bescheidener als die Menschen, über die sie schreibt. In ihrem Apartment hat sie auch ein kleines Büro. Von hier aus betreut sie ihre 15 freien Mitarbeiter. Sie verfasst selbst Artikel und ist auch für die Gestaltung des Magazins verantwortlich. Als sie 1999 mit ihrem 3-jährigen Sohn nach Mallorca kam, arbeitete sie noch als Grafikdesignerin. Nach ihrer Scheidung wollte sie aber weg aus Deutschland. Also vor 12 Jahren hatte ich die Entscheidung getroffen, dass ich mal ein Jahr Auszeit nehmen will. Mein Sohn war damals noch jung und noch nicht in der Schule. Und geplant war eigentlich, dass ich nur für ein Jahr mal eine Auszeit nehme. So ein Sabbatical, wie man das in Amerika auch macht. Ich war Freelance, als ich hierher gekommen bin. Habe selbstständig für Sony Music gearbeitet, ein Plattencover gemacht. Ich habe also eh von zu Hause gearbeitet und die Sachen immer ein paar online weggeschickt. Vor 5 Jahren stand dann das Deluxe Magazin zum Verkauf. Mittlerweile ist Birgit Unger Herausgeberin und Chefredakteurin. Wie man ein Magazin herstellt, das wusste sie. Wie man ein Luxusmagazin repräsentiert, das war Neuland. Es war ein großer Schritt für mich, so in die Öffentlichkeit zu treten. Weil wenn man ein Magazin vertritt, dann wird man natürlich mehr gesehen und mehr wahrgenommen. Und dieser Schritt in die Öffentlichkeit war für mich eigentlich die größte Herausforderung. Man hat mit sehr vielen Kunden zu tun, man muss repräsentieren, man muss immer sehr darauf achten, wie man auftritt. Das war für mich, glaube ich, die größte Umstellung. Zeit für ein kurzes Mittagessen mit Sohn Nicolas. Birgit Unger kam als alleinerziehende Mutter nach Mallorca. Die Insel kannte sie bis dahin nur von einer einwöchigen Dienstreise.
Der Umstieg war nicht so ganz einfach. Man muss Spanisch lernen. Man spricht hier in den kleinen Orten doch überwiegend Spanisch und wenig Englisch. Es ist nicht so ganz einfach mit den Schulsystemen. Der Nick war in einem spanischen Kindergarten und hat nach kurzer Zeit fast nur noch Spanisch gesprochen mit mir. Da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Für den 16-Jährigen ist Mallorca mittlerweile Heimat geworden. Zwar möchte er einmal in Deutschland studieren, aber leben, das ist doch auf Mallorca viel schöner. Ich finde das Wetter, das spielt für mich eine große Rolle. Ich finde es hier viel schöner als in Deutschland. Ich war jetzt auf Sylt für 2 Wochen und zwar fast nur Regen, war immer schlechtes Wetter und auch sehr windig dort. Und die Leute sind hier auch ganz anders. Also in Deutschland findet man viele unfreundliche Leute und hier sind die meistens eigentlich sehr nett. Aber auch auf der Mittelmeerinsel kann es zwischendurch mal regnen. Auf dem Weg zum nächsten Termin macht Birgit Unge einen Abstecher nach Espoles. Hier in dem kleinen Ort, knapp 20 Kilometer nordwestlich von Palma, hatte sie ihre erste Wohnung. Das ist eines der alten Stadthäuser, die sind sehr beliebt heute noch. Die sind meistens noch nicht perfekt renoviert, es gibt oft keine Klimaanlage und keine Heizung. Und so habe ich auch gewohnt, die Wände sind 1 Meter dick. Wurden dabei isoliert im Sommer, leider sehr schlecht isoliert im Winter und man friert wie ein Schneider. 10 Jahre lebte die Frankfurterin in dem kleinen Ort. Es war ein einfaches Leben, ganz ohne Luxus. Keine Nobelrestaurants, keine Edelboutiquen. Aber Birgit Unger genoss diese Zeit. Also die Gemeinschaft, dieses familiäre, nachbarschaftliche Miteinander war für diese Zeit traumhaft schön. Die Kinder um die Ecke, der Nikolas konnte spielen gehen, hat auf der Plazetta gelernt, Fahrrad zu fahren. Das hat man in der Großstadt nicht. Da ist man immer ein bisschen besorgt, wenn die Kinder alleine rausgehen. Hier in der Gemeinschaft musste man sich nie große Sorgen machen um die Kinder. Die Einfachheit, die mit wenig auszukommen und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, das war wahrscheinlich so die beste Erfahrung, die ich hier gemacht habe. Am Nachmittag hat sie einen Termin im St. Regis Madaval, einem Luxusresort nicht weit von Palma de Mallorca. Die Journalistin trifft sich mit dem deutschen Hoteldirektor Christian Holbeck. Herzlich willkommen zurück. Das Hotel wurde 2002 eröffnet und war das erste 5-Sterne-Restaurant auf Mallorca. Birgit Unger recherchiert, was es diese Saison Neues im Hotel gibt. Christian Holbeck zeigt ihr eine der Suiten. 100 Quadratmeter, für die man entsprechend zahlen muss. Das hängt von der Saison ab. Grundsätzlich geht es los ab 1.900 Euro die Nacht für 2 Personen, Frühstück inklusive natürlich, bis hin zu den Hauptsaisontagen bis 2.500 Euro. Für diesen Preis bekommt man aber nicht nur einen persönlichen Butler-Service, sondern auch einen sensationellen Blick über die Bucht. Wer braucht da schon Luxusorte an der Costa del Sol? Marbella ist, glaube ich, so ein bisschen hinten runtergefallen. Es ist immer noch ein großer Name. Aber wenn Sie da hinfahren, hat lang nicht so schöne idyllische Ecken wie die Insel, schöne Strände oder Buchten. Ich denke, das ist eine ganz andere Geschichte als Mallorca. Und auch in Sachen Kulinarik hat Mallorca mittlerweile mehr zu bieten. Im Restaurant des Hotels zeichnet Thomas Karl verantwortlich für die Menüs. Der 35-Jährige hat schon für Johann Lafe auf der Stromburg gearbeitet. Seit 2 Jahren leitet er nun das Esfum. Der Österreicher arbeitet gerne mit regionalen Produkten. Klar, wichtig ist mal der Fisch aus dem Mittelmeer, die Gambas aus Soja, die orangen Zitronen auch aus Soja, Kapern, Oliven, sehr, sehr gutes Olivenöl und auch Lämmer oder Spanferkel. Wir sind jetzt dabei, auch mallorquinische Spanferkel zu machen, das Schwarze. Und ja, es gibt einiges, was man hier holen kann. Heute Abend lassen sich Birgit Unger und Christian Holbeck Jakobsmuscheln an Spargel schmecken. Gutes Essen ist natürlich auch Teil ihres Jobs. Birgit Unger gehört selbst nicht zum Geldadel der Insel. Umso mehr genießt sie die angenehmen Seiten ihres Berufs. Es gibt natürlich viele Dinge, die ich mir auch nicht leisten kann, die wir zwar fürs Magazin betreuen, wie den Superyacht Cup, den wir hier demnächst haben. Das ist eine Kategorie Luxus, die nur ganz wenigen Menschen auf der Welt jemals zukommen wird. Aber es ist schön, darüber zu berichten, weil man sieht immer mal eine kleine Ecke von Dingen, die man eben selbst nicht hat. Aus einem Jahr Auszeit ist ein Leben unter der Sonne Mallorcas geworden. Für Birgit Unger hat sich der Traum von einem Luxusleben erfüllt. Zumindest, wenn sie arbeitet.